so lecker. Hallo, herzlich willkommen auf Marius Channel. Heute mache ich mal einen Kochschinken auf meine Art. Und wie ich das mache, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe mir jetzt einen Schweineschinken geholt mit ein bisschen Schwarte noch dran. Den pökel ich vor, also ich habe das jetzt schon gemacht. Den pökel ich mit 35 Gramm Pökelsalz vor. Dann kommt noch eine Gewürzmischung dran. Die stelle ich euch dann wieder ganz genau in die Infobox rein. Jetzt fangen wir mal schon an. So, ich habe jetzt hier Rollbratennetz und dann verfrachte ich meinen Schinken mal hier rein. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und dann haben wir schon eine schöne Schinkenform. Braucht also keine Schinkenform. Ihr könnt natürlich den Schinken vorher ein bisschen zurechtschneiden. Ich ziehe ein bisschen so stramm. Und dann kriegt er gleich eine schöne Bratform. So, das mache ich ein bisschen zu hier. So, und so sieht das dann halt schon aus. So kriegt er automatisch Halt und eine schöne Form. So, und das Ganze wird jetzt vakuumiert. Mein Vakuumbeutel lege ich ein bisschen rum, dass ich nichts versaue. Somit lässt dieser Beutel sich auch ganz schnell verschweißen. Und das ist alles. Wie gesagt, die genaue Gewürzmischung mache ich euch wieder in die Infobox rein. So, das Ganze wird vakuumiert. Die Gewürzmischung, die ich jetzt benutzt habe, könnt ihr auch bei meiner Schinke immer sehen, bei meinen Videos. Und das ist genau dieselbe Gewürzmischung. Das ist so eine Gewürzmischung für Sauerbraten. Und was ich noch benutze, das ist eine Gewürzmischung für Fisch, Fischgewürz. Aber Leute, das schmeckt hammer lecker, ist eh überall das Gleiche drin. Und das tun wir jetzt mal vakuumieren. Das Ding ist jetzt verschweißt. Leute, das ist eine Sache von 10 Minuten. Ein bisschen Salze mit 35 Gramm Pökelsalz. Ein bisschen Gewürze dran, was ihr möchtet. Verschweiße. Wie gesagt, ihr könnt auch bei meiner Schinke in die Videos verfolgen, was ich da an Gewürze benutze. Und macht einfach dran, was euch gefällt, was euch schmeckt. Der wird dann für 5 Tage gepökelt. 4-5 Tage reicht. Und dann wird er abgekocht und nochmal eine Nacht liegen gelassen. Und dann werde ich euch den Anschnitt zeigen. Der sieht jetzt schon hammer aus. Und wenn er so wird, wie er jetzt aussieht, bin ich zufrieden. Ich mache es auch zum ersten Mal. Sonst habe ich das sonst mal nass gepökelt. Und möchte es jetzt mal heute so machen. Und ich denke, das wird auch ganz, ganz super. Gut, dann wie es dann später weitergeht, das zeige ich euch noch. Und jetzt geht es erstmal in den Kühlschrank. Moin! So, mein Kochschinken, also mein Schinken, der hat jetzt 7 Tage im Kühlschrank gelegen. Da kann man ab und zu auch mal ein bisschen wenden und ein bisschen kneten. Beim Bierchen holen. Und da verteilt sich das alles noch besser. So. So sieht er nochmal aus. Ich habe ihn ja zweimal verschweißt. Und den holen wir jetzt mal raus. Und gucken wir mal, wie der schon aussieht. So lecker sieht er schon aus. So. Und das wird jetzt abgewaschen. Diese Gewürzmischung ein bisschen abwaschen. Ein bisschen darf was dran sein. Das schmeckt sogar auch noch gut. Kommt drauf an, was man für eine Gewürzmischung hat. Also meine schmeckt eigentlich noch ganz gut. Aber Holderbeere, die mag ich nicht so, die mache ich dann ein bisschen raus. Und die Pfefferkerne, die lasse ich dann ein bisschen dran. So, nach dem Abwaschen sieht er mal schon so aus. Ihr könnt die Körner ganz abwaschen oder ein bisschen dran lassen, wie ihr das gern mögt. Ich habe jetzt halt diese, ja, was man da sieht, das ist, sind die Senfkörner. Die schmecken ja eigentlich ganz gut. Habe so ein bisschen dran gelassen. Und die Wacholderbeere, die habe ich weggemacht, die sind mir zu stark. So, jetzt gehe ich hin. Und stecke da in der Mitte Thermometer rein. Und da kann ich immer genau kontrollieren, ob mein Schinken die 75 Grad Kerntemperatur erreicht habe. So ein kleiner Trick von mir. Das wird dann mit dem Vakuumbeutel verschweißt. So.
So sieht das mal schon super aus. Hier kann man den Thermometer schön sehen, da kann man die Temperatur ablesen. Und so kommt er jetzt, wie er jetzt ist, kommt er dann in meinen Einkochtopf rein. Den habe ich auf 80 Grad eingestellt und das sollte ungefähr eine Stunde brühen. Das heizt jetzt hoch, bis er die 80 Grad hat, tue ich den reinlege und das Ergebnis werde ich dann später euch zeigen. Allerdings soll der dann nach dem Abbrühe noch eine gute Nacht liegen und dann ist er erst richtig lecker. Und ihr seht ja, das ist ganz wenig Arbeit und ihr bekommt einen leckeren Kochschinken. Da braucht ihr keiner mehr zu kaufen, so lecker wie die werden. Also ich habe ja auch eine Kochschinkenform und das kann man dann auch in eine Kochschinkenform machen. Aber heute mache ich es mal so und ich denke, das geht genauso gut. So, der hat jetzt automatisch hochgeheizt und Start. Tak, 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 tak. Er tütet jetzt und sagt, er hat die Temperatur erreicht. Und unser Schinken kommt jetzt in unseren Kochhaber rein. So, und das läuft jetzt genau eine Stunde. Und dann warten wir mal ab. So, die Zeit dürfte rum sein. Dann holen wir das mal raus. Schneide das nochmal gleich auf hier. Sollte unser Schinken sollte fertig sein. So, da holen wir das mal raus. Das Netz machen wir dann auch ab. Das war ja dann nur so zum, dass es dann schön zusammenhält. Jetzt wollen wir dann auch mal was abschneiden davon. Ach, das sieht ja wieder klasse aus. Muss ich ja sagen. Boah. Klasse. Ganz dünn geschnitten. Auf dem Brot eingedischt, Leute, sag ich euch. Das ist richtiger gekochter Schinken. Schaut es euch an. Gut, er hat jetzt hier ein kleines Loch vom Thermometer. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Der ist durch und sieht auch hammermäßig klasse aus. So. Das könnt ihr dann auch mit der Maschine schneiden, wenn ihr das möchtet. So, da möchte ich auch mal ein Stück probieren. Boah. Das ist wirklich eingedischt, Leute, sage ich euch. Ganz klasse. So lecker. Da muss ich gleich noch ein paar Scheiben runterschneiden. Und dann heute Mittag zum Kaffee. Ganz lecker. Natürlich sollte der jetzt noch eine Nacht im Kühlschrank und dann zieht er noch ein bisschen durch. Aber ich schneide mir schon ein bisschen was weg und ich kann es nicht abwarten. Also lasst noch eine Nacht liegen. Also so sieht er aus. Mein Kochschinken. Schaut es euch an. Ist doch wieder hammerlecker. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den auch noch räuchern. Das gibt nochmal einen ganz besonderen Geschmack. Boah, so lecker. Ich habe ja jetzt auch nicht weit nach Frankreich. Und wenn ihr das kennt, in Frankreich einkaufe, dann kennt ihr auch den Schinken. Und so hammerlecker schmeckt der auch. So lecker, Leute. Hammermäßig. Schaut euch an. Boah. So klasse. So. So kommt es dann eine Nacht im Kühlschrank rein.
Da kann das noch ein bisschen durchziehen und das schmeckt dann noch viel besser. Gut, dann ich sag mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Abonnieren nicht vergessen.